Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, gleichgestaltet zu sein mit Christus, ihm ähnlich zu werden, Anteil zu haben an Christus, das sind die großen Linien, die uns die Schrifttexte am Tag des heiligen Franziskus vorlegen. Ein bisschen ist es wunderlich, dass in der offiziellen Ordnung das Evangelium hier, Johannes 13, nicht gelesen wird. Und ich bin nicht ganz sicher, ich hatte keine Zeit mehr, das nachzuschauen, ob nicht die alten franziskanischen Traditionen wenigstens dieses Evangelium haben, weil wir wissen, wir haben es gestern Abend noch gehört, dass Franziskus sich genau dieses Evangelium unmittelbar vor seinem Tod lesen lässt, noch einmal verkünden lässt. Gerade bei Franziskus haben wir eine unglaubliche Chance und zugleich sehen wir eine überaus große Gefahr. Wir preisen ihn zu Recht als den, wie ihn seine Zeitgenossen nannten, den alter Christus, den anderen, den neuen, den zweiten Christus. So sehr ist er ihm ähnlich geworden. Aber wie? Worin? Gerade seine letzten Jahre, und man muss ja immer sagen, seine letzten jungen Jahre, bevor er starb, ist er nicht alt geworden, zeigen die Ähnlichkeit mit Christus. Und zwar genau in etwas, was wir in der Regel gerne ausblenden. Im Misserfolg, in der Verlassenheit. Den Berg, den er aufsucht, ist kein Berg der Verklärung, sondern es ist ein Berg des Verlassenseins. Es ist ein Berg, an dem er Christus so ähnlich wird, dass er dem Gekreuzigten ganz ähnlich ist, inklusive seiner Wunden und daran erkennbar ist, als ein solcher, der zu Christus gehört. Ganz ihm ähnlich ist, deckungsgleich ist. Wenn wir diese Szene gestern Abend im Transitus hörten, wie er gebeten wird und nicht von ungefähr gebeten wird, von seiner Sippe, die er da hinterlässt, dass man ihm verzeihen möge, dass er verzeihen möge, ihnen. Warum ist denn die Einsamkeit gegangen? Weil er das gleiche Schicksal hat wie Christus selber, nicht verstanden zu sein. Wer von uns und welcher aufrechte Christ bis zu unseren Heiligen könnte wirklich offenen und freien Herzens sagen, ja, ich habe Christus verstanden. Wie oft lesen wir das im Evangelium und wir denken dann immer, ähnlich wie die Zeitgenossen Jesu, naja, das sind halt diese Simpel vom See Genezareth, die verstehen ihn natürlich nicht, aber wir natürlich, die studierten Theologen und die Priester und unsere Bischöfe, wir haben ihn natürlich kapiert, wir verwalten ihn ja schließlich auch. So ist ja auch alles. Gerade darin liegt das neue Verlassensein des Herrn, ihn nicht zu verstehen. Und gerade darin liegt die unglaubliche Ähnlichkeit. Spätestens darin entdecken sogar seine Brüder, die ihm nicht treu sind in dem, was er will, was er vom Evangelium neu freilegt in einer erschreckenden Radikalität, wie Jesus selber. Er ist wie der Herr. Er hat uns die ganze Zeit die Füße gewaschen. Und wir haben reagiert wie Petrus. Nein, nein, das sollst du niemals tun. Nein, so nicht, aber vielleicht anders oder dann doch alles. Wir sind unentschlossen. Und es gibt nicht nur die Abkehr und Verlassenheit des Herrn, die wir bei Franziskus finden, in seiner letzten Lebensphase, in seiner Leidensphase. Es gibt zugleich immer auch die große Gefahr der Vereinnahmung. Wenn wir genau hinschauen, und darüber gibt es ja unter den Forschern einen relativ großen, ich will nicht sagen Streit, aber eine Auseinandersetzung, wie weit etwa Thomas von Celano in der Lebensbeschreibung da wirklich treu ist, aber wir finden bei diesen Hagiographen eine große Sensibilität für Gleichheit und zugleich Distanz. Was ist also wirklich genau an Franziskus abzulesen, an Christusgestalt und was ist wirklich anders?
Das war diesen Menschen noch klar. Sie wussten, er ist nicht der Herr. Er hat das getan, was Jesus selber sagt im Evangelium. Ihr müsst es genauso machen wie ich. Das hat er auf eine radikale, eine frische, freie Art versucht. Er hat es getan wie Paulus. Uns zuruft heute im Galaterbrief, Christus ganz ähnlich zu werden, sodass man die Todesleiden Jesu am Leib sehen kann, dass sie sich zeigen. Da muss man gar nicht lange spekulieren, wie diese Wundmale zustande kommen. Sie sind die Frucht einer Nachfolge. Diese Wundmale sind die Frucht einer Existenz nach dem Evangelium. Denn niemand sollte sich einbilden, dass er unverwundet aus dieser Nachfolge hervorgeht. Franziskus nicht. Und niemand, der es ihm gleich tut, der es Jesus gleich tut. Aber die Gefahr besteht in der Vereinnahmung. Wie schnell wird Jesus heute vereinnahmt? Für alles Mögliche. Und dann sind wir gleich. Das ist immer eine Begleiterscheinung, die sehr verräterisch ist. Man kann natürlich nicht alles von Jesus brauchen. Das ist ein bisschen viel verlangt. Dann sortieren wir bestimmte Worte aus, die nicht in diesen Mainstream passen, wo man ihn gerade vereinnahmt. Wir könnten all die Beispiele der letzten Jahrzehnte aufzählen. Jesus der neue Mann, Jesus der Umweltpatron, Jesus der Frauenfreund, Jesus der Grüne, Jesus dies und das. Alles schön, aber nicht Jesus. Nie. Und wir sehen bei Franziskus das Gleiche. Das ist ein toller Name. Den kann man sich schnell zulegen. Man kann dieses Klischee des Franziskus schnell bedienen. Aber ob man wirklich die Füße wäscht, ob man so lebt, dass man für die Verwundungen des Kreuzes bereit ist, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber das ist der Prüfstein, liebe Schwestern und Brüder. Franziskus hatte das sehr klar. Franziskus ist auf der einen Seite bis in seinen letzten Atemzug hinein von einer Kühnheit, die ihresgleichen sucht, und zugleich von einer Demut, die ihresgleichen sucht, von einer Deckungsgleichheit mit Christus und zugleich dem Bewusstsein, ich bin nicht Christus. Wenn er einer seiner letzten Sätze seinen Brüdern die Schuld vergibt. Er war nicht Priester, sakramental kann er das gar nicht, er ist Diakon. Ich vergebe euch die Schuld, soweit ich es vermag, sagt er auf die Bitten der Brüder hin. Kühn, aber zugleich zu wissen, ich bin ein Geschöpf dieser Erde. Er lässt sich diese nackte Erde noch, dieses Tuch, auf dem er liegt, mit Asche bestreuen. Er weiß, wo er herkommt und er weiß, wo er hingeht. Wir könnten wirklich von Franziskus so viel lernen. Darin ist so viel Fruchtbarkeit, allein in diesen Zeichen, wenn wir wüssten, alle, von oben, ganz oben bis unten. Obwohl es heute nicht mehr beliebt ist zu sagen, aber es gibt es ja nach wie vor. Wenn wir wüssten, wo wir herkämen, aus der Asche, aus der Erde, aber zugleich zu wissen, wozu wir gerufen sind, welche Möglichkeiten in uns gelegt sind, dass der Himmel auf uns wartet und dass das Evangelium das Durchackern dieser verworfenen Welt ist, dieser Welt, die sich permanent von Gott abwendet und deshalb eine gefallene Welt ist bis zum heutigen Tag, die sich durch das Kreuz erlösen lassen muss, damit sie diesen Weg wieder findet. Franziskus wusste das, er hat es schmerzhaft erlitten, wie sehr das Kreuz der Schlüssel zum Himmel ist, die Brücke zum Paradies. Er lädt uns ein, dass wir das auch entdecken. Nicht indem wir krampfhaft irgendetwas suchen, sondern indem wir sehr tapfer und entschlossen das Evangelium ernst nehmen, uns unsere angelernten und antrainierten Tricks und Kunststückchen gründlich abgewöhnen, mit denen wir das Evangelium permanent entschärfen und Jesus das Wort im Munde umdrehen. Wir sollten das Evangelium lesen, hören, verstehen, meditieren und es leben,
es ausprobieren. Franziskus hat genau das gewagt. Und das war etwas für seine Zeitgenossen ungemein Befreiendes. Vielleicht wartet auf unsere Gesellschaft auch, die so abgestumpft ist, permanent mit neuen Impulsen zugeworfen wird, auch von der Kirche, genau auf diesen Versuch, dass wir das Evangelium endlich tun.